Pattaya, Thailand. Im Hinterland der berühmt-berüchtigten Touristenstadt, in der Ortschaft Hua Yai, existiert ein Buchverlag, der vor über 40 Jahren von einem Deutschen gegründet wurde und bis heute von ihm geführt wird. Für mich inspirierend genug, um einmal bei ihm vorbeizuschauen. Der aus Flensburg stammende Dietard Ande lebt und arbeitet seit 52 Jahren in Thailand. Er sei wärmebedürftig, verrät er mir, und hätte deshalb schon Ende der 1960er den Absprung aus Deutschland gesucht. Der heute 84-Jährige hat sich seinen Verlagssitz in einer Kulisse eingerichtet, die mehr an ein Resort als an ein Verlagshaus erinnert. Wie es dazu kam, hat er mir erzählt. Ich habe in Berlin Wirtschaftsingenieur studiert und nach der Vorprüfung habe ich geglaubt, ich brauchte eine Belohnung und habe ein Semester blau gemacht und bin 8 Monate durch Asien gefahren als Hitchhiker. Mit dem Ziel, mir ein Land auszusuchen, wo ich leben könnte. Deutschland war mir irgendwie zu eng und ich wusste, die Zukunft liegt in Asien. Das wusste ich so. Und dann bin ich also durch Asien gefahren, Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, dann hier nach Thailand. Laos, Kambodscha, Malaysia, Singapur und dann von Singapur mit dem Schiff nach Japan. Und dann durch Russland zurück nach Berlin. Als ich dann fertig war, bin ich 1970 mit dem Einwegticket nach Thailand gefahren. Hab mir gesagt, jetzt bleibe ich hier so lange, bis ich einen Job kriege. Und der ließ nicht lange auf sich warten. Anfang der 1970er arbeitet Ande für die Deutsche Handelskammer in Bangkok. Kündigt dann aber und gründet ein eigenes Handelshaus, das unter dem Namen White Lotus firmiert. Anfangs importiert er Autoersatzteile und verkauft Belletristik an deutsche Touristen. Danach macht er Geschäfte mit dem Handel asiatischer Kunstgegenstände und Antiquitäten, die noch heute mehrere seiner Vitrinen füllen. Und zu jedem Stück gibt es natürlich eine Geschichte. Das sind Mandalas, tibetische Mandalas. Und zwar, meine Schätzung ist etwa 100 Jahre oder bis zu 100 Jahren. Und zwar hier sieht man, das ist angestückelt. Und zwar in Tibet waren die Textilien einigermaßen rar. Und man hat deshalb, wenn man die Stücke hat man zusammengenäht. Und dann habe ich mein Geschäft ausgeweitet und antiquarische Bücher gekauft. Und wo kauft man die? In London und in Paris. Keiner, nicht mal Ande selbst, weiß, wie viele antiquarische Raritäten hier lagern. Und das ist nur ein kleiner Teil seines Archivs, das sich hauptsächlich aus Spezialliteratur über Südostasien zusammensetzt. Eine beachtliche Sammlung des Wissens über Kultur, Religion, Psychologie und Linguistik der Länder zwischen Indien und China. Aber woher kommt dieses tiefe Interesse an einer so andersartigen Welt? Ich kam ja hierher mit 0 Kenntnissen. Und ich habe immer Fragen gestellt und die Thais haben mich immer gefragt, warum fragst du immer, warum? Warum stellst du immer die Frage? Ich sage, ja, ich möchte doch wissen, ich möchte Verständnis haben für die Sachen und deshalb frage ich. Für alle, die auch noch Fragen zum Leben in Thailand haben, hat er das Buch Working with the Thais herausgebracht, das versucht, eine Brücke zwischen den Kulturen zu bauen. Der Autor mit seiner Frau haben Kurse gegeben, für Firmen, für Ausländer, wie die sich hier zu benehmen haben, wenn die hier Geschäfte machen wollen. Und was darf man machen und was darf man nicht machen. Zum Beispiel, man darf einen Teil nicht an den Kopf anfassen und so weiter. Und das ist genauso gut ein gutes Buch für Thais, dass sie verstehen, wie ticken die Ausländer. Das ist ein Buch, was man für beide Seiten nehmen kann, um zu vermeiden, dass man da in Fettnäpfchen tritt. Aber das ist nicht alles. Seit er 1982 sein erstes Buch mit White Lotus verlegte, hat es der Verlag mittlerweile auf ein Portfolio von ca. 400 Büchern gebracht. Das ist sozusagen mein Archiv. Das sind alles meine Bücher, die ich mal gemacht habe. Ich habe mir immer gesagt, also wenn ich ein Buch mache, dann möchte ich das so machen, dass ich da keine Konkurrenz habe. Meine Bücher gehen
an alle Universitäten, wo Thailand oder Südostasien Studien sind, einschließlich Library of Congress, bestimmte große Verlage. Wenn das Thema zu exotisch war, haben die gesagt, geh zu White Lotus. Ich bin einfach ein Nischenmarkt. Ein Nischenmarkt mit einem großen Lager. Ich frage mich, ob Dithat Ande selbst noch weiß, was hier alles eingelagert liegt. Aber anscheinend schon, denn er nennt es seinen Pensionsfonds, seine Rentenkasse. Das sind 150 Tonnen Bücher. Eins hier ist etwa eine Tonne hier. Heute wird gebaut. Die Kabelschächte müssen umgelegt werden. Dithat hat die Situation im Griff. Pom Glue, somit nu bei Kang Nai, mai dai, ne? Mai dai, bit, bit. Bit, ne? Bit. Ja, ja. So, okay, du nie. Er beschäftigt zwei Mitarbeiterinnen mit Körperbehinderung. Da Ande weder Familie noch Kinder hat, betrachtet er die beiden quasi als einen Ersatz. Ein Leben lang habe er sich vor der Verantwortung gedrückt. Aber jetzt im Alter hätte das Schicksal ihn doch noch damit bedacht. Als Mensch des analogen Zeitalters muss er sich verstärkt um ein besseres Online-Marketing kümmern. Bisher kann man seine Bücher nämlich nur direkt auf der Webseite bestellen. Ein deutsches Buch hat Ande allerdings noch nie verlegt. Warum? Meine Spezialbücher, die kann jeder lesen. Da habe ich einen Weltmarkt für. Für die deutschen Bücher ist der Markt sehr begrenzt. Und weil es eben die Bücher so speziell sind, habe ich nie richtig versucht. Wie schaut er heute auf Deutschland, nach über 50 Jahren in Thailand? Eher positiv oder mit Sorge um die alte Heimat? Ich sehe das mit Betrübnis, mit Trauer, wie unser Land zerstört wird. Sagen wir es mal so, ausgehöhlt wird. Was ich vorausgesehen habe, dass die Zukunft in Asien liegt, bewahrheitet sich in schrecklicher Form. Und dabei geht es ihm nicht nur um Deutschland. Die eigentlichen Probleme säßen in Brüssel. Ich sehe, dass die alles machen, was den amerikanischen Interessen nützt, aber nicht unseren deutschen, französischen, was immer, Schweizern oder unseren europäischen Interessen nützt. Man unterstützt also in der Ukraine eindeutig Rassisten, die sogenannten Neonazis. Die gleichen Leute, die als rechtsradikal in Deutschland verschrien sind, die machen ja gar nichts, die haben ja nur unsere alten Werte vertreten. Das sind die Bösen, mit denen redet man nicht, die dürfen nicht in der Regierung sein. Und dort unterstützt man was. Was die Amerikaner machen, wird Europa, wenn nicht zerstören, aber wenigstens ziemlich demolieren und als Konkurrenten ausschalten. Das ist ein Thai Spirit House. Jedes Haus hat sowas. Der Spirit ist also ein Schutzpatron des Hauses. Das glauben die Thais. Die Thais behaupten zwar alle, sie seien Buddhisten, aber im Grunde sind sie Animisten. Wenn man im Ausland lebt, was bringt man mit? Man bringt sein Wertesystem mit. Wenn man das nicht hat, wenn man seine eigene Kultur nicht kennt oder verachtet, dann ist man wie ein Stück Holz auf dem Fluss, das hin und her schwimmt und keinerlei Beziehung zu irgendwas hat. Ich wäre ein Grüner, wenn die Grünen nur grün wären. Natur steht für mich ganz oben an. Und deshalb darf bei mir alles wachsen, was wächst. Hier haben sich etliche Vögel angesiedelt. Bei mir gibt es Schmetterlinge, die es bei den Nachbarn nicht gibt, weil die Pestizide sprühen. Das ist also auch für die Tiere eine Oase hier. Was hier schon war, waren die Kokospalmen. Alles andere war nicht hier. Entweder habe ich das reingepflanzt oder die Pflanzen sind von alleine reingekommen. Knapp 20 Jahre Arbeit und ein Lebenswerk. Warum hat er sich Mitte 60 nochmal entschieden, so ein Großprojekt zu starten? Der Hauptgrund war mein Hausmädchen, Mae Ban, die ist jetzt bei mir über 40 Jahre und die wurde von ihrer Familie um ihr Land betrogen. Und dann fragte sie mich, was wird aus mir, wenn du stirbst? Und da habe ich gesagt, ich kaufe dir ein Rai Land. Ein Rai sind 1600 Quadratmeter. Letztendlich kaufte Ande 11 davon und baute diverse Gebäude auf das Grundstück. Woher kommt sein Vertrauen, nicht im Grundbuch stehen zu müssen?
wenn ich sterbe, dann brauche ich sowieso nicht, kann ich sowieso nicht mitnehmen. Ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Land zu erwerben, die alle semi-legal sind. Das Haus zum Beispiel wird auf eine Firma eingetragen. Die Firma ist dann zu 49% mein Eigentum. 51% muss ich teils haben. Dann hat man irgendwelche Strohmänner. Nach einer Zeit wechselt man die Strohmänner aus durch andere vertrauenswerte Leute und so hat man das. Aber hundertprozentige Sicherheit hat man nie. Ich meine, ich weiß, Deutsche tendieren dahin, ein Volk von Versicherten zu sein. Die wollen alles absichern. Kann man nicht. Ich meine, wenn man hier, wenn man nach Asien kommt und dann in eine andere Kultur, in eine andere Umwelt, dann sollte man also schon etwas risikofreudig sein und sagen, okay, ja. Und wer das nicht will, der soll zu Hause bleiben.